Scheiße, nicht gut. Hey, was gibt's? Muss mit dem Anführer der Voodoo Boys reden, wenn du das hinkriegst. Okay, okay. Du kommst also gleich auf den Punkt. Das wäre Maman Brigitte. Nicht so leicht, an sie ranzukommen. Arbeitest du nicht mit denen zusammen? Nicht mit den Chefs, Chefinnen und Priestern. Die haben Egos wie ein Zeppelin und reden nicht mit Leuten wie mir. Aber wenn du darauf bestehst, frage ich mal rum, ob sich was machen lässt. Ich brauche aber mehr Details. Hab was, das sie haben wollen. Echt? Du willst denen was verkaufen? Glaub mir, die brauchen und wollen nichts von dir. Die sind isoliert, autark, haben ihre eigenen Kontakte, Tech, Netzwerk. Aber wie du willst. Nun gut, ich guck mal, was ich tun kann und melde mich. Es wird besser werden. Neu hier? Pass auf, ey!
Was gibt's Neues? Ich wusste nicht, dass sie Ahnung von Robotik hat. Bei mir ist alles bei okay, das ist echt aber hey, geil. Wie geht's dir? Wie und läuft der Virtu-Dreh? Zur Entspannung? In letzter Zeit war nach einem langen Tag Hardcore-Pornos. Was verstehst du denn unter toll? Warum nicht? Schmuddelkram? Oh, interessant. Sieht aus wie in einem Antiquitätenladen hier. Dann passt du ja prima ins Dekor. Die Braut hat Geschmack. Mehr hast du nicht zu sagen? Und sie ist ganz ansehnlich. 6 von 10. Ich wollte noch über was anderes reden. Wir haben alle Zeit der Welt. Wie läuft der Virtu-Dreh? In letzter Zeit was Tolles aufgenommen? Was verstehst du denn unter toll? Zählt Schmuddelkram? Ich wollte noch über was anderes reden. Wir haben alle Zeit der Welt. Was gibt's Neues bei den Morgs? Susie geht mir mächtig auf die Titten. Wie immer. Kannst du nicht die Mox an Susis Stelle anführen? Nie im Leben. Ich tune lieber weiter Virtus. Schönen Dank auch. Bin nicht gerade gut mit Leuten, falls du es nicht gemerkt hast. Ich möchte noch was anderes ansprechen. Schieß los. Wie läuft der Virtu-Dreh? In letzter Zeit. Was verstehst du denn? Mal einer an. Die Bushido-Sammlung im BD-Format. Die ersten drei sind mittlerweile Sammlerstücke. Die 27. jährliche Konferenz des Verbandes der Implantathersteller ging. Zurück zu unserem Gespräch. Wann treffe ich dich mal persönlich? Nie. Ich habe keinen Namen und kein Gesicht. Für dich bin ich Mr. Hands, der Typ am Telefon. Problem damit? Ich. Hab gehört, Netwatch lässt sich neuerdings hier blicken. Die haben ein verficktes Höllentor in der Gym geöffnet. Haben so viele Voodoo-Boys im Netz geschnappt, dass sich der Stromverbrauch im Bezirk halbiert hat. Beunruhigt dich das? Am besten fürs Geschäft ist der Status quo, wie ohne den geht alles den Wach. Nächstes Mal fragst du mich nicht so einen Scheiß am Telefon. Wann sind unsere Meere wieder für uns offen? Aufgrund der roten Dekade sind viele Schifffahrtskanäle immer noch übersät mit nicht. Ich muss los. Werd ich nicht aufhalten. U-Boote überfallen weiterhin Frachter auf offener See. Da Versand auf Boden und Luft beschränkt ist, sind die Transporte. Wer hätte das gedacht? Mehr als 3000% gestiegen. Perilous Future. Elektropunk? Na, kotz ich lieb. Aus den Ohren.
Erzähl mir ein bisschen was von dir, Zuckerstück. Schöner Tag, oder? Wer bist du? Bitte, keine Beleidigungen werden. Ja, ich denke, das würden wir alle Zeit regeln, die durch eine Injektion in Ultima konstante Langzeitwiederherstellung des Nervensystems. Ein bisschen Interesse muss ich an allem haben. Virtus bringen mir vor allem wichtige Informationen. Um zu sehen, wer wen wie umgebracht hat? So in die Richtung. Aber du siehst es anders. Für dich ist das Kunst.